Heute geht's um die Dinge, die vielleicht nicht ganz so Spaß machen. Meine Aufbruch-Challenge, ich muss schon so ein bisschen lachen. Aber es ist eben auch wichtig, den Fokus da drauf zu setzen, was du dir gekauft hast. Solltest du nämlich auch aufbrauchen. Und damit möchte ich dich auch so ein bisschen animieren, bei dieser Sache mitzumachen. Wir legen los nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und heute geht es wieder ums Aufbrauchen mit den Produkten, die fast schon nerven. Aber ja, sonst würde das Ganze ja auch nicht so schwer fallen. Ne? Also Produkte, die wir gerne benutzen, die wir regelmäßig aufbrauchen, brauche ich hier in dem Format nicht zu zeigen. Das Ganze habe ich abgewogen mit einer Waage, die ich euch unten in die Infobox packe. Deswegen seht ihr hier jetzt kurzfristig mal Werbung stehen. Das ist ein Affiliate-Link, damit kriege ich eine kleine Provision, wenn ihr, egal auf welchen Link ihr da unten klickt. Und da ist halt ein Link direkt zur Waage und die ist echt gut. Das ist halt eine Feinwaage, damit könnt ihr auch euren Sonnenschutz abwiegen. Ihr wisst ja, die benannten 2 Gramm, jetzt geht es nicht mehr zu, die besagten 2 Gramm. Und ja, sie hat bis jetzt gute Dienste geleistet und ihr seht, die ist halt nicht groß. Na, die Handfläche, nicht mal. Also Platz nimmt sie nicht viel weg. Jetzt würde ich aber sagen, wir legen los mal mit Produkt Nummer 1. Noch zu Anfang, es sind seit dem letzten Video, das verlinke ich dir mal unter dem i, 2 Produkte leer gegangen. Zum einen war das die Körperbutter von Alverde. Und zum anderen ist es die Augencreme gewesen, die echt eine Katastrophe war. Im Endeffekt hätte ich die mir auch aufs ganze Gesicht schmieren können, bin ich erst im Nachhinein auf die Idee gekommen. Man muss sich ja nicht unter die Augen präzise halten, wenn man ein Produkt aufbrauchen möchte. Und natürlich nicht mehr nachkauft. Haarspray. Das ist bei Styling-Produkten immer noch ein Problem. Mikroplastik. Es gibt Unternehmen, die Styling-Produkte herstellen ohne Mikroplastik, aber so einen sturen Haarspray, der nicht gleich über 20 Euro kostet, das sehe ich halt nämlich auch nicht ein. Da habe ich noch keinen gefunden. Also ich habe alle gängigen Marken durch. Auch habe ich Friseurmarken durch. Wenn ihr irgendwas wisst, was man noch nicht so kennt, was noch nicht so geläufig ist, gerne unten in die Kommentare. Also Haarspray ohne Mikroplastik. Der hat leider Mikroplastik und wie ihr seht, ich verwende nicht viel Haarspray. Ich nutze ihn halt jetzt im Moment nur zum Aufbrauchen. In der Zeit, wo ich noch die längeren Haare hatte, war es halt wichtig. Primär brauche ich gerade eigentlich eher keinen. Was haben wir da? Das letzte Mal 135 Gramm, jetzt waren es 43, nee, Moment. Das letzte Mal 135,43 Gramm, jetzt haben wir 108,94 Gramm. Also ein bisschen was ist Gott sei Dank weggegangen. Produkt Nummer 2, Sonnencreme Wiesen. Nicht falsch verstehen, die ist sehr gut, aber das ist halt noch die parfümierte Variante. Es gibt eine kleine Variante ohne Duftstoffe und jetzt tatsächlich auch eine große Variante ohne Duftstoffe. Und an dem Produkt stört mich echt, dass die halt so mega parfümiert ist. Boah, jetzt rieche ich es auch wieder total stark, weil ich halt jetzt in der Zwischenzeit die nicht ganz so häufig verwendet habe. 125,31 beim letzten Mal. Jetzt 103,39, bisschen was ging weg, Gott sei Dank. Ich habe sie halt immer wieder irgendwie hier verwendet, an den Armen verwendet. Und dann ist doch ein bisschen was weggegangen. Aber im Gesicht, bin ich ehrlich, vertrage ich die gerade überhaupt nicht. Die riecht halt echt stark und ich rieche das wirklich einen halben Tag über. Und wenn du halt auf Duftstoffe achtest und die brauchst du halt echt nicht in sowas und schon gar nicht im Gesicht. Krass, ohne Witz. Also ein bisschen was habe ich aufgebraucht und mich würde auch sogar die große Variante interessieren. Ich habe jetzt die fürs Gesicht geholt, die ohne Duftstoffe. Ich bin gespannt. Die Styling Creme
kommt weniger in meinen Haaren zum Vorschein als irgendwie zum Beine rasieren. Die Bibi hat mir das nochmal in Erinnerung gebracht, dass das geht. Das kann man nämlich mit Haarpackungen und Haarspülungen auch machen, wenn ihr die nicht leer kriegt. Unter den Armen, no. Da riecht die mir zu stark und das fängt bei mir auch an zu jucken. An den Beinen geht's. Ich kann es aber auch nicht immer verwenden. Und durch das kriege ich sie hoffentlich wenigstens einigermaßen leer. Ich würde mir sowas nicht mehr holen, denn sowas kippt natürlich auch. Und beim letzten Mal 125,9 Gramm, jetzt 109,93 Gramm, also so ein bisschen was ging weg, Gott sei Dank. Ob ich sie aufbrauchen kann, weiß ich nicht. Ich gehe meistens nie nach der Verderblichkeit von diesen Angaben. Es ist schon sehr weit drüber jetzt. Ich glaube nicht, dass ich die leer kriege. Sobald sowas sich anders verhält, das ist ganz wichtig, liebe Leute. Nicht stur weiterverwenden, wenn ihr merkt, das teilt sich oder es riecht komisch, sofort wegschmeißen, weil das gehört dann nicht mehr auf die Haut. Ihr schadet euch dann damit. Also bei der geht's jetzt noch, lustigerweise. Ich muss nochmal dran riechen. Ja, es geht schon. Es riecht ganz stark nach diesen Pets-Bonbons. Ich weiß nicht, ob ihr die gerne gemocht habt, früher ich schon. Und danach riecht so Himbeer-Brausemäßig. Und wenn du das in einer größeren Menge irgendwie dir irgendwo aufträgst, ist dann doch zu viel. Also, bin da immer noch dran. Spaß macht es nicht wirklich richtig. Und ich bin gespannt, ob ich es irgendwie leer kriege. Ich denke nicht, weil wie gesagt, ist schon lange aufwärts. Larif, das Parfüm. Bin ganz froh, das ist fast leer. Das wird eins der Produkte sein, die ich beim nächsten Mal aufgebraucht habe. Ich stelle ja auch Parfums auf meinem Kanal vor und das war eins davon. Aber mir ist halt echt auch wichtig, nicht ohne Ende Parfums anzusammeln, weil je mehr du hast, desto weniger kannst du die Sachen auch aufbrauchen. Und ich möchte mir halt nicht zu viel aufladen, weil ich halt immer noch auf Minimalismus achte und nicht zu viel haben möchte. Alles, was ich habe, ist meine Regel, muss ich auch aufbrauchen. Und das ist fast leer, das ist ein relativ schwerer Flakon. Und beim letzten Mal 214,78, jetzt nur noch 189,16 Gramm. Beim Mandelöl war ich nicht so brav. Ich habe das früher verwendet zum Gesicht reinigen mit Rizinusöl zusammen. Und das mache ich halt jetzt nicht mehr. Und es ist noch nicht so viel weg. Wir haben 173,01 beim ersten Mal gehabt. Jetzt haben wir 169,33, ihr merkt. Von dem kann ich auch nicht ganz so viel auftragen, weil es dann doch fettiger ist. Das ist ein Öl, das schon fettet. Und das verwende ich halt jetzt am ganzen Körper. Kann man auch zum Abschminken verwenden. Aber da habe ich halt eben auch mein Gesichtsöl, was ich zur Reinigung verwende. Oder eben zum Rasieren, aber da habe ich ja die Styling-Creme, also nutze ich es zum Eincremen oder Einölen und da ist es halt echt ergiebig, eine richtig ergiebige Sache. Wer das mag, ist auf jeden Fall ein sehr gutes Öl, aber ich habe halt inzwischen andere Sachen und muss das halt aufbrauchen, bevor es kaputt geht. Und das habe ich aber erst vor kurzem aufgemacht, das war noch in meiner Reserve. 173,01 Gramm und jetzt 169,33. Man merkt, nicht so viel aufgebraucht. Da ich zwei Produkte aufgebraucht habe und wir hier ja immer 10 Produkte im Video haben, ich habe 10 Produkte im Video, wieso spreche ich im Wir-Format? Keine Ahnung. Also, ich habe immer 10 Produkte, das ist ja das 10-Pen sozusagen. Müssen zwei neue her. Und ich habe schon so ein paar Produkte, die mir nicht so Spaß machen. Und dazu gehört das Haargel. Ich dachte mir halt, mit Leinsamgel sind meine Haare so richtig toll. Ich bin mal faul. Und habe aber auch bei Ecoverde gesehen, das hat der ein oder andere, der Locken hat, hat auch dieses Haargel, weil es nicht zu stark hält. Also stark haltendes Haargel brauchst du nicht verwenden. Funktioniert nicht so richtig. Ich bin ehrlich. Also und ich nehme es jetzt halt nur noch her, aber jedes Mal denke ich mir so, meine Haare sind voll scheiße, wenn ich das anwende.
Egal. 75,30. Es ist noch zur Hälfte voll ungefähr. Also es lässt sich leer machen. Ich habe noch diesen Schaum, der ist besser. Das ist nicht so. Ich krieg's leer. Das Format soll ja auch ein bisschen schwierig werden, ne? Also. Feste Shampoos habe ich ohne Ende, weil ich halt viel für die Formate getestet habe. Und das ist das Altera Shampoo. Ich habe schon einiges aufgebraucht und ich brauche die immer so auf, dass ich die halt dann sozusagen quadratisch mache, so ein rundes Produkt. Das ist vorher rund gewesen. Ich nutze das auch zum Händewaschen, dass es einfach mal leer wird, aber auch zum Duschen. 47,13 Gramm beim letzten Mal, jetzt nur noch 36,67. Also es ist einiges weggegangen. Ich bin ganz froh. Ich habe aber noch ein zweites, das seht ihr jetzt gleich im Anschluss, nämlich das Balea Shampoo. Für das zählt das Gleiche. Ja, also ist ein solides Shampoo. Kann man gut was anfangen damit, das aber auch. Und da gibt es jetzt eine Variante ohne Duftstoffe bei Rossmann. Das könnt ihr euch gerne mal angucken. Das hier hat doch einen Haufen Duftstoffe, wenn du eh schon irgendwie Probleme hast. Guck wirklich, dass du Sachen verwendest, die nicht so stark beduftet sind oder gar nicht beduftet sind. Und da waren es 35,1 Gramm das letzte Mal. Jetzt 28,63. Man sieht, das habe ich nicht ganz so häufig verwendet, aber wir kriegen es schon leer, hoffe ich doch. Das war vorher schon quadratisch, das war zufällig nicht rund. Jetzt bei dem Produkt nicht falsch verstehen, weil ich ja gesagt habe, Produkte, die nicht so Spaß machen. Es ist ein solides und gutes Produkt, aber wenn du halt viel Hautpflege oder alles andere testest, eben für YouTube und so, dann kommen da auch Sachen um die Ecke, die ein bisschen besser sind. Und momentan ist es bei mir so, dass ich einfach Öl mehr mag. Das reinigt einfach intensiver und besser. Das kriegst du halt mit sowas nicht hin. Nachkaufprodukt ist es auf jeden Fall. Aber es nimmt mir im Moment Platz weg. Deswegen habe ich es in das Format jetzt reingepackt. Gerade bei Skincare möchte ich halt nicht ohne Ende Zeug aufmachen. Und zum einen habe ich nicht so mega viel Platz. Und zum anderen ist es halt schon so, die Produkte werden halt nicht besser, wenn sie die ganze Zeit offen rumstehen. Also, Balea Waschgel, 150,94 Gramm, ist ja ein neues Produkt, weil mir ja zwei Produkte leer gegangen sind. So, letztes Produkt in der Runde und es wird nicht leer. Ich habe echt das Gefühl, Gott sei Dank wiege ich meine Sachen ab und erkenne so, dass ein bisschen was verbraucht ist. Bei dem Haarspray dachte ich, ah, endlich mal ein Haarspray ohne Mikroplastik, das wird schon funktionieren. Der ist nicht gut. Ich packe den mir immer so ein bisschen auf die Haare, damit er leer wird. Er hat jetzt nicht so primär richtig krassen Halt. Wenn du dickere Haare hast, kannst du mit dem, das kannst du vergessen. Weil der hält halt nicht. Und ihr wisst ja jetzt vom Anfang, vom ersten Haarspray. Ich nutze jetzt primär nicht so viel Haarspray. Mit den kürzeren Haaren brauche ich jetzt nicht. Aber mit den längeren Haaren war es halt schon ein Thema, besonders im Pony. 162,68 Gramm beim letzten Mal. Jetzt 155,66 Gramm. Und der Sprüher ist ein bisschen nervig. Der verstopft manchmal, muss man aufmachen, ein bisschen abspülen. Vielleicht wird es besser, wenn ein anderes Produkt drin ist, weil eigentlich der Sprühnebel ist cool, aber er verstopft halt immer wieder. Mal gucken, wenn ich das Produkt leer habe, dann werde ich erstmal die Flasche behalten für meine Haare nass machen am Morgen. Mal gucken. Ja, also kann ich nicht empfehlen. Ist absolut nicht gut. So, jetzt bist du wieder gefragt. Ich weiß, der ein oder andere von euch macht bei diesem Format mit und schreibt mir unten in die Kommentare rein, wie es eine Fortschritte sind. Würde mich mal interessieren. Also ist immer cool, wenn ihr da auch mitmachen möchtet. Wir sind übrigens auch auf Discord und da gibt es einen Skincare-Raum und einen Haarraum gibt es ebenfalls auch. Wir sind noch in der Entwicklung und wir würden uns freuen, wenn du auch bei uns vorbeischaust. Mit uns meine ich die Antje,
Mintberry, Reaper, Kalte Pfote, Eskalationsrabbit. Das ist das Moderatorenteam und wir passen auf die ganze Sache auf. Wir gucken, dass ihr eben, wenn ihr Fragen habt, dass ihr uns jederzeit fragen könnt. Also da sich wirklich nicht scheuen. Und da kann man sich halt einfach auch super cool austauschen. Link dazu findest du unten in der Infobox. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir gerne einen Daumen nach oben, so unterstützt du mich, so unterstützt du meinen Kanal. Ich sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss!